So, mein Lieben, zur später Stunde noch das Update. Ich hoffe, euch geht's gut. Ist nicht allzu viel passiert heute. Wir haben hier den kleinen Decline von $49.500 gesehen, waren kurzzeitig auf den $47.500 wieder unten. Das heißt, im Prinzip das Spektrum, was wir für heute gesehen haben, was wir heute Morgen auch festgemacht haben, wir bewegen uns hier relativ seitwärts. Und was wir erkennen ist, Bitcoin hat es nicht leicht. Trotz eines relativ schwächelnden US-Dollars, relativ schwächeln, nicht super schwach, aber zumindest schon mal so ein bisschen Angreifbarkeit gezeigt, kann sich Bitcoin nicht behaupten. Entsprechend sind wir hier zwischen den 49.000 und $48.000 heute hin und her gedümpelt, konnten den Tag letztendlich dann fast minus 2% hier dann auch beenden. Es sind natürlich noch ein paar Stunden minus 1,73%, aber da ist auch noch ein bisschen Platz. Wir sehen, wenn wir jetzt einen bullischen Impuls brauchen, dann muss der Bruch dieses dynamischen und statischen Widerstandes kommen. Das wäre die Signalkoinzidenz, das wäre der Duplexpunkt, der überschritten werden muss, um dann hier mit einem höheren Tief potenziell nochmal neue Kaufkraft zu bringen, sodass wir Richtung der gleichen Durchschnitte den Break nach oben bekommen. Was dann auch bedeuten würde, dass wir hier in dieser größeren Struktur ein bisschen weiter nach unten auch bisschen weiter hier unten quasi aufwärts gerichtet sind. Sollte das nicht passieren, und danach sieht es allem Anschein nach aus, dass es weiter relativ seitwärts bis abwärts gerichtet ist für Bitcoin, werden wir potenziell hier diese dynamische Unterstützung brechen. Und wenn die dynamische Unterstützung bricht, wir sehen, ja, ist hier relativ akkurat einzuzeichnen. Sehr, sehr schöne Berührungspunkte. Der vierte Punkt bei der Berührung wäre der Breakout, was letztendlich auch numerisch allein schon sehr häufig den Breakout darstellt. Und dadurch kann es dann zum ersten unter die 45k gehen, falls wir uns hier nicht so wirklich stabilisieren, kann es mit einem zweiten Impuls runter auf die 42k gehen und dann sind wir hier in einem ganz, ganz spannenden Bereich. Also Bitcoin hat es weiterhin nicht super einfach, wir sind auf Tagesbasis weiterhin abwärts gerichtet, wir brauchen den Impuls mit ordentlichem Volumenschub, um hier nach oben durchzukommen, aber solange die gleitenden Durchschnitte noch oberhalb des Preises sind, sind wir letztendlich abwärts gerichtet. Auf 4-Stunden-Basis haben wir hier eine deutliche Rejection gesehen, haben erkannt, dass der Markt hier selbst mit einem zweiten Fake-Versuch auf die, sehen wir auf kleinerer Zeit, dann halt hier nochmal der Versuch, mit einer Kerze nach oben zu kommen, auf die 49,3 rejected wurde, dann hier leicht seitwärts und dann aber zum Ende des Tages auch wieder ordentlich nach unten. Hier kam der Retest der gleitenden Durchschnitte und auch da sehen wir, dass das für den Markt erstmal kurzfristig eine kleine Bremse nach oben sein kann, potenziell, falls wir uns hier morgen nicht oberhalb der gleitenden Durchschnitte stabilisieren auf Stundenbasis, dann sehen wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch hier wieder einen neuen Abwärtsimpuls. Die Struktur ist weiterhin abwärts gerichtet. Wir haben unsere Tiefs und Hochs. Wir haben zwar hier auch höhere Tiefs, aber wir sehen, dass die Hochs letztendlich deutlicher abverkauft werden, als die Tiefs gekauft werden. Da ist meist ein starker Impuls, der dann aber auch wieder ordentlich nach unten gekontert wird. Die News sind jetzt im Großteil schon wieder verdaut. Und wenn wir hier wirklich nochmal auf die 47k kommen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass wir weiter nach unten brechen. Da sitze ich mit meiner Bumsbirne schon wieder vor dem Chart. Ich glaube es nicht. Naja, so viel auf jeden Fall dazu. Kurzes Update, knackiges Update. Wir sind weiterhin sehr abwärts gerichtet und das wird sich wahrscheinlich auch die nächsten Tage nicht ändern. Schauen wir uns dann natürlich im Detail an, aber nach wie vor, ich bin sehr, sehr skeptisch, was Long-Positionen angeht und ich denke, charttechnisch hat sich hier auch gezeigt, dass das bisher Sinn macht, nicht wirklich Long zu gehen, sondern hier nach Short-Einstiegen zu suchen. Das soll von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Wir hören uns morgen früh wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.